So, grüß euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Offroad Mechanic Simulator. Mit mir, dem Fuchsel. So, wegen Realismus fahren wir den mal ein bisschen hoch. Und ich habe jetzt vor, dass ich erstmal alles soweit wieder einbaue, erstmal, um zu sehen, welche Teile, ob überhaupt Teile fehlen oder so. Schaden ist in Ordnung. Und dann werde ich ganz zum Schluss die Reifen halt eben holen. Und ich werde mir sogar extra noch einen fünften Reifen holen. Weil vielleicht kann man den ja doch hinten dran bauen. Schadensumfang 10. Eigentlich trotzdem noch ziemlich heftig eigentlich dafür, dass wir ihn so gut gereinigt haben. In der letzten Folge. Es kann ja sein, dass wenn ich jetzt die Reifen halt eben zusammenbaue, dann fehlt doch noch hier noch was. Da hier, Stabilisator. Rüstungsgrad. Der fehlt zum Beispiel. Kann man nicht den irgendwie auf die Liste setzen? Gibt's da sowas? Nee, gibt's leider nicht. Das war irgendwie noch vorteilhaft. Das weiß ich noch aus dem Car Mechanic Simulator. Da konntest du Teile, die fehlen, einfach auf eine Liste setzen. Konntest du halt später daneben abrufen. Originalspurstange. 10%, die haben wir gereinigt. So, dann haben wir hier den Querlängen. Wieso geht... Wieso konnte man den nicht reinigen? Schränkung plus 0. Und die Feder hier? Warte mal. Haben wir die übersehen? Ja, guck mal, hier geht nur noch was. Hä? Okay, weiß nicht, warum man das... In der letzten Folge haben wir aber das Ende der... Kette erreicht, wo ich mir dann noch gewundert habe, ey, waren das schon alle Teile? Na gut, vielleicht hat er es ein bisschen übersprungen, wenn ein Teil fertig wurde. Gesperrt, 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 gesperrt. Der ist noch frei. Hätte mich jetzt schon gewundert, wenn ich ehrlich bin. So. Scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Der wäre noch frei. Das hätte ich von der Geschichte gestern, hätte ich hier jetzt gerade ein super Beispiel noch gehabt mit dieser Spirale da. Eine Feder. Na gut, was soll's. Die Geschichte gestern wird sich keiner mehr erinnern. Löwschnecke. So. Machen wir das hier wieder fest. Ja, okay, dann wird es einfach Omas Auto reparieren, Teil 2. Hier haben wir nochmal eine Federung, die weg muss. Ah, schon fertig. Nur diese Stabilisatorstange, da ist nicht dabei. Die ist nicht dabei, leider. Wir haben in der letzten Folge nur eine einzige von diesen Federn gemacht. Da ist noch einer. Na gut, okay. Macht man das wieder raus? Ich wollte den Ton auch noch wieder höher drehen. Gut, jetzt haben wir ja gerade noch ein bisschen was zu tun. Ich mache ihn gleich wieder lauter. Ich fällt gerade ein, beim Autofahren, da war der Ton ja auch sehr laut, finde ich, eigentlich. Und dem ist nicht komplett wieder auf 100 hoch, sondern eher auf 80 oder so. Erstmal mal hier fertig. So, jetzt haben wir auch hier die Federung. So, jetzt gucken wir nochmal durch zur Sicherheit. Okay, sind alle gesperrt. Jetzt sollte es gehen. Gut, dann drehe ich nochmal kurz den Sound nochmal ein bisschen höher. Dann machen wir... Ach komm, wir machen 85 einfach. So.
Jetzt hören wir auch wieder ein bisschen was im Hintergrund. So, was ist hier? 10%, das ist in Ordnung, haben wir repariert. So, was ist mit dem Teil? Ah ne, Moment, der ist kaputt. Den muss ich austauschen. Watcher Original Stabilisator. Wie gesagt, wir schauen erstmal, dass wir möglichst alles, was wir dran bauen können, dran bauen. Und dann die Teile, die uns fehlen, im Nachhinein noch kaufen. Den brauche ich auch noch. Nächster Watcher Original Radlager. Stoßdämpfer Rückseite. Machen wir hier die zweite Federung. Hier den hier. So, dann haben wir hier den Querlenker noch. Hier den Stoßdämpfer. So. Hier das Teil. 1, 2, 3. Hier, gut, mehr kann ich hier hinten aktuell nicht machen. Dann brauche ich den Stabilisator Rückseite und die zwei Rad. Haben. Basisteile. Hallo? Ist dich? Jetzt. Nessan Watcher. Aufhängung. Wir bauen den Stabilisator Original Rückseite einmal. Wir brauchen. Bauern. Ja, aber gut, aber 17.000 Schleifen habe ich leider nicht. 17.000 Schleifen habe ich leider nicht. Hier, von denen hier brauche ich zwei. So. Dann können wir weiterbauen. Jetzt mal bauen wir den hier dran. Dann kommt der hier, der ist... Oh, der ist auch kaputt. Ich prüfe nochmal, kann ich den reparieren? Da kann ich ja nur eine bestimmte Menge an Sachen reparieren. Okay, wie heißen die Teile? Stabilisator, Dämpfer, Rückseite, irgendwie sowas ähnliches. Warte mal. Nessan Watcher, Aufhängung. Die zwei sind's. So. Ja, haben wir Omas Auto soweit. Sag ich mal, repariert und haben bereits jetzt schon fast 2000 minus gemacht. So, Bremsscheibe erledigt, Bremsbacke. Gut, Reifen haben wir noch nicht, kommt noch. Oh, die seid ihr noch fertig. So, Oma wird gar nicht merken, dass wir mit ihrem Auto unterwegs waren. So. Dann kommt jetzt das Differential vorne. So, mal gucken. Lenkerstange, die muss ich ersetzen. Auf jeden Fall. Spurstange. Die ist in Ordnung. Kann ausgetauscht werden. Dann haben wir hier noch die Federung. Hier den Stoßdämpfer. Oh. Dann haben wir hier einen Querlenker vorne. Fixiert auf 3 Schrauben. Naja, 2 Schrauben und 3 Muttern. Radwelle. Hier die Abdeckung, Bremsscheibe. Radnabe. Bremsscheibe selber. Bremssattel selbst.
muss und dann käme der Reifen. Aber erst muss hier drin noch alles erledigt werden. Also die Lenkerstange. Das Teil hier noch. Hinten fehlt noch die Stoßstange hier. Hier, Stabilisator Vorderseite. Spurstange. Okay, Lenksystem, brauchen wir halt alles. Brauchen wir es trotzdem mal so weit erstmal fertig, wie es halt geht. Und der Bremssattel noch. So. Jetzt werde ich mal ganz kurz alles, was ich im Inventar noch drin habe. Will ich mal ganz schnell noch verscherbeln. Einfach mal so, weil es kann. Irgendwie das Problem hier, dass wir Reifen haben, die wir gar nicht. Warte mal. Guck mal, jetzt haben wir so viele Reifen. Tun wir die noch schnell trennen. Mit QE drehen. So, runter damit. Nummer 1. Einfach nur, damit wir das verscherbeln können. So, nächster Reifen. Geräusch. Nee, weiter. Runter damit. Na, jetzt. So. Höher noch. Jetzt passt's. Und einen noch. Die habe ich ja in einer der ersten Folgen habe ich schon probiert, die zu trennen. Da waren ja so schon so viele dabei. So. Jetzt nochmal wieder alles verkaufen. Probieren es zumindest. Ich hab noch mal ein bisschen extra Kohle. Wow, wir haben 2000 Plus gemacht fast. Wir brauchen Basisteile immer noch. Nessan Watcher, wir brauchen Aufhängung. Original Rückseite, nee, wir brauchen die Vorderseite. Vorderseite. Stange hier? Brauchen wir die Verbindung zweimal. Ich glaube, die werden wahrscheinlich auch kaputt sein. Dann war es Lenkung. Lenkstange. Lenkungsdämpfer. Na komm, die kostet 30. Tun wir auch noch dazu. Weiß nicht, ob wir die brauchen. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Teil, was halt dann einfach irgendwann erscheint. Ach ja, stimmt, hier war ja so eine Verbindung dazwischen hier. Aber gut, nachdem wir eh schon alle Sachen verkauft haben, wird die wahrscheinlich. Ja, ja. Da ist er schon. Aber jetzt den Teile sowieso verkauft haben, hätte die wahrscheinlich sowieso gefehlt. Jetzt haben wir noch die zwei Stabilisatoren. Ein Reifen darf schon mal wieder drauf. Und. So, sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Reifen. So, das sollte ja ganz einfach sein. Basisteil. Felgen. Wir brauchen für... Ist ein Watcher. Ich frage mich, ob die irgendwelche Unterschiede machen.
Es ist der innerste Teil des Rades, der den Reifen unterstützt, langlebige Materialien und größere Durchmesser haben, für ein besseres Fahrgefühl im Gelände zu sorgen. Ja, okay, bei dem steht genau das Gleiche. Je größer der Durchmesser, desto besser das Fahrgefühl. Gut, ich nehme 20, das reicht für mich, und wir nehmen 13 wieder. Okay, dann brauche ich 4 Stück. So, Reifen. Das sind das richtige Geländereifen. Spezialfahrer hat das Gelände entwickelt mit tiefen Reifenprofilen und großen Noppen für großen Grip. Tiefen Reifenprofil und größere Noppen für besseren Grip. Dasselbe? Überall das Gleiche hier. Ja, wenn ich jetzt für einen Geländereifen entscheiden würde, würde ich den hier einfach nehmen. Grip, werkseitig, fortgeschritten, Sport. Durchmesser. So, das soll doch gehen. Hier mal. Ja, oh, gut, dass wir die anderen Reifen... scheiße, Moment, ich wollte noch einen fünften Reifen machen. Moment, kriegen wir das nochmal hin. Das ist ein Watcher. Helden. Den hier gehabt? Ich weiß es nicht. Scheiße, welche Felge war es? Watcher, Wheelreel. Moment. Das ist ein Watcher, Felge. Wheelreel. Ja, toll, ausgerechnet den teuersten habe ich genommen. Dachte es sich. So, und Reifen haben wir den hier genommen. Auf Sport 2, Größe 35, 13, 20, kaufen. So, und wieder ein paar tausender Ärmer. So, zack, zack. Nein, ein bisschen weniger. Boah, das hat doch mal einen Reifen, ey. Das ist noch geil, wenn man diese Autos irgendwie, ich weiß nicht, zu einem Monster Truck oder sowas umbauen könnte. Das wäre mega geil. Wenn ich mir so die Reifen so angucke. Ich meine, Omas Auto wäre ja nicht weit davon entfernt. So, wir brauchen noch vorne eine Stoßstange, fällt mir gerade ein. Zusatzteile. Nissan Watcher. Stoßstange. Haben wir hier was, den oder den? Stoßstange Rückseite. Brauchen wir auch noch. Einmal. Zweimal. Das Geld geht langsam zur Neige. Schwellen. Brauchen wir auch noch. Stimmt. Rechts, links. Brauche ich noch irgendwas? Sicherheitskäfig. Reicht nicht. Das reicht nicht. Ach, Gepäckträger. Keine Ahnung wofür. Hauptsächlich zum Transportieren großer Gegenstände verwendet. Ja gut, aber ich muss ja nichts transportieren, oder? Brauche ich Tuning-Kits. Na ja gut, es kostet alles. Sieht viel besser aussieht als die Fabrikteile. Okay. Kann ich hier hinten jetzt einen extra Reifen dran machen? Okay, hier vorne fehlt noch der Kotflügel. Wieder auch noch der Kotflügel jeweils. Also Kotflügel vorne, hinten. Aber nur auf der einen Seite hier.
Schwelle. Schwelle. Den kann ich abbauen, aber ich kann da halt nichts drauf bauen. Der ist gelb, weil erstmal der hier weg muss, der Ersatzradhalter. Kann ich da hinten keinen Rad dran bauen? Also ich probiere gerade alles, was ich habe, aber scheint nichts zu gehen. Ich werde mal ganz kurz mal erstmal machen wir die Reifen dran, aber so. Vielleicht geht's dann nicht. Kann ja sein, warum nicht? Also erst will, dass man hier unten die Reifen alle dran baut, ehe man den hinten dran schraubt. Ich weiß nicht, so ein Geländewagen, der braucht eigentlich einen Reifen hinten dran, in meinen Augen. Das ist halt einfach. Ich weiß nicht, es ist halt im Grunde genommen, man sagt ja fünftes Rad am Wagen, aber es ist ja im Grunde genommen fünftes Rad und das gehört ja eigentlich auch dazu. Es ist einfach so das Markenzeug, das fehlt halt bei dem Auto irgendwie. So, oh, das sind doch Reifen. Oh, hoffentlich gibt es kein Problem hier vorne. Ups. Okay, setzen wir die gute Dame mal ab. So. Ist auch gleich größer, die gute Frau. So, jetzt tue ich mal ganz kurz mal nachgoogeln, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, den Reifen hinten dran zu machen. Das würde mich jetzt richtig interessieren eigentlich. Also ich habe jetzt in den Steam-Diskussionen nachgeguckt, da hat es niemand was geschrieben. Ich habe jetzt selber mal eine Diskussion gestartet, aber ich glaube, dass die wahrscheinlich ins Leere verlaufen wird. Gib jetzt mal drauf. Hm. Schade, es würde eigentlich wesentlich besser aussehen, wenn da hinten einer dran wäre. So, Zusatzteile. Wir brauchen noch die Kotflügel. Links. Gibt es auch wieder verschiedene. Hier haben wir noch die Kohle. 1, 2, 3, so. Darf der weg, dann darf der weg, dann fügt man den neuen hinzu. So. So, Oma wird die Auto nicht mehr wiedererkennen. Würde ich ihm vielleicht tatsächlich doch noch eine andere Lackierung geben. Haben wir hier irgendwie so ein kräftiges Rot. Haben wir, glaube ich, schon einmal durch, oder? Orange. Ich hätte gern schönes Rot. Jetzt gucken wir mal hier oben das Auto selber an. Ich habe jetzt unten die Farben abgesucht. Das ist kein Nummer. Gut. Darauf, es gibt auch keinen. Doch, blau gibt es, aber schwarz gibt es nicht. Na gut, es kommt hin. Deswegen würde ich gerne aufhellen ein bisschen. Matt glänzend. Also Aufkleber. Könnte man ja einen Aufkleber dran machen. Ein Teddybär. Isha, den haben wir auf den anderen drauf. Nee, hätte ich nicht gern. In andere Richtung.
ja zum Beispiel gar nicht schlecht aussehen. Ist klein, banal, aber das würde ich eher an die Tür hin machen. Vielleicht ein bisschen größer. Ist jetzt halt hier die Schlange im Weg. Ein größerer Balkon. Punkt. Zack. Nee, jetzt in die Höhe ansetzen. Ungefähr hier. So, da hinten könnte auch noch was hin. Schade, dass man sich 100% drehen kann. 180 Grad. Weil hier so würde es ziemlich gut aussehen. So aber nicht. Hier nirgendwo hin. Wo ich dir nicht folgen kann. Oh, warte. Extreme Adventure. Patrick's Garage. Sandstorm Tires. Okay. Sahara. Sahara-Symbol. So, ich habe jetzt hier nochmal kurz unterbrochen. Weil mir gerade das Symbol hier wieder eingefallen ist. Sahara Industries. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich dieses Symbol eigentlich kenne. Dass es eigentlich anders da aussieht. Und jetzt habe ich das nochmal nachgegoogelt. Ein paar Minuten. Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist eigentlich Dakar. Ich tue es mal hier oben einblenden lassen. Wie das Symbol aussieht eigentlich. Ich möchte jetzt keine Werbung für machen. Das ist einfach nur schnell noch gesagt. Da hier bei Playway haben sie es richtig gemacht. Da haben sie einen Playway-Button hinten gemacht. Dann für die andere Seite. So, des Weiteren habe ich so nochmal nachgegoogelt, ob ich da irgendwie was finde. Thema dem Ersatzreifen hinten drauf, aber ich habe halt nichts gefunden. Warte mal einfach mal ab, aber ich denke, da wird nichts mehr kommen. So. Ich hätte hier hinten trotzdem noch irgendwie gern so ein Bild dran. Ich weiß nicht, irgend so ein. Ja, nicht ganz. Wie gesagt, das sieht sehr cool aus, wenn ich es hier so und auf der anderen Seite halt spiegelt hat eben machen. Aber. Wobei ein Playway-Symbol haben sie mitgedacht, aber wegen dem Rest leider nicht. Extreme Adventure. Ach drauf, was? Dann. Okay, nehmen wir uns hier den Wolf hier reinmachen. Hier drauf pappen. Und falls es doch noch die Möglichkeit gibt, hier einen Ersatzreifen dran zu bauen, dann steht der nicht im Weg. So. Und vielleicht noch was auf die Motorhaube. Oh, in dem Fenster wäre ja auch noch was cool. Ja, okay, dann würde ich sagen, sind wir soweit wieder fertig. So, wir haben zwei Ringpunkte und wir haben kaum noch Geld. Schauen wir mal. Wir haben noch ein paar Minuten. Vielleicht haben wir noch mal eine Reinigung. Es ist wirklich beeindruckend, wie du ein Auto innerhalb so kurzer Zeit so sehr zerstören kannst. Aber nun ja, das ist etwas, was wir hier lieben, oder? Wir sind im Moment zu beschäftigt, also könntest du vielleicht einen Long Guardian sauber machen. Ach so. Nee. Gut, dann machen wir den noch schnell sauber. Long Guardian. Einfach nur, als wir wieder ein bisschen ins Plus reinkommen. Tun wir in der nächsten Folge wieder ein bisschen Gelände fahren. So, schön sauber machen. Alter, diese Farbe, ey. Tut mir leid, wenn jeden Einzelnen, der diese Farbe toll findet. Ich finde es eigentlich auch, es ist eine schöne Farbe, aber es passt eigentlich nicht zu so einem Auto. Gut, man kann wenigstens den Dreck wenigstens schneller sehen.
so ein Auto passt eher, ich weiß nicht, schwarz, grau. Aber können hinten, können ja nicht zwei Leute so sitzen jeweils. Okay, das ist richtig cool. Okay, das ist ein cooles Auto. Das ist zwar nicht ergonomisch, sage ich mal. Kostet wahrscheinlich Benzin ohne Ende. Aber hey, Aufgabe erledigt. Gut, haben wir wieder ein bisschen extra Geld gemacht. Ja gut, jetzt müssen wir uns langsam halt wieder hochfüttern. Hier. So, einsammeln. Gut, bis ich die Belohnung erhalten habe, würde ich sagen, beende ich die Folge hier. Und sehen wir uns in der nächsten Folge von Offroad Mechanic Simulator wieder, wenn wir dann wieder ein bisschen Offroad rumfahren. Also. Ich weiß es nicht, wenn ich jetzt wahrscheinlich Aufnahme beenden drücke, dann registriert es sich. Jetzt registriert es wahrscheinlich. Okay, also dann bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.